Hi, herzlich willkommen zu Teil 2 von Wir halten 1,50 Meter Abstand, damit wir keine Maske tragen müssen. Und erzählen euch ein bisschen was über ein paar Spiele, die uns aus dem Jahrgang 2020 richtig gefallen haben. Marco und Isa haben damit ja schon angefangen. Und Lena und ich machen damit jetzt einfach mal weiter. Ja, oder? Ja. Willst du anfangen? Ja, ich fange an. Fang an. Ich habe als erstes Mariposas ausgewählt. Das ist von der Macherin von Flügelschlag. Und ich dachte erst, okay, geil, noch so ein Brecher. Aber es ist ein, von den Regeln her würde ich sagen, eher Richtung Familienspiel. Ja. Genau, also wir haben eine Karte von Nordamerika, die ist aufgeteilt in so Wabenelemente. Und die sind immer hinterlegt mit verschiedenen Blüten. Jeder von uns beginnt mit einem Monarchfalter, um die geht es hier natürlich auch. Und hat dann, jeder hat Aktionskarten, genau zwei hat man immer auf der Hand. Eine davon wählt man aus und darf seinen Monarchfalter dann entsprechend diese Aktionskarte bewegen. Entweder dreimal ein Feld oder einmal zwei Felder oder wie auch immer. Da, wo man landet, da die dort hinterlegte Blüte darf man sich dann als Blättchen zu sich nehmen. So sammelt man im Laufe des Spiels verschiedene Blüten und hat man es geschafft, zwei gleiche oder drei verschiedene oder drei beliebige zu sammeln, darf man sich eine Generation weiterentwickeln. Das bedeutet, man geht auf ein Plättchen, wo die Weiterentwicklung dann erlaubt ist, nicht Plättchen, auf ein Feld, genau, und darf dann einen zweiten Monarchfalter, der zweiten Generation in dem Fall, aufs Spielbrett bringen. So wird im Laufe des Spiels die Flotte an Monarchfaltern immer größer und man kann so viel mehr Blüten sammeln, um sich immer weiterzuentwickeln. Das geht bis zur vierten Generation. Und das ganze Spiel wird über drei Jahreszeiten gespielt, Frühling, Sommer und Herbst. Und die Jahreszeit wird immer definiert durch eine Auftragskarte, was zum Beispiel heißt, wenn du Monarchfalter oberhalb von Atlanta hast, kriegst du jeweils einen Punkt. So sammelt man im Laufe des Spiels Punkte oder auch habe fünf verschiedene Blüten gesammelt. Wenn du das am Ende des Sommers hast, kriegst du dafür auch nochmal Punkte. So sammelt man die eben im Laufe des Spiels. Und im Herbst geht es noch darum, wer am Ende des Herbstes mit Monarchfaltern der vierten Generation wieder am Startpunkt angelangt ist, also seine Reise nach Norden und wieder nach Süden beendet hat, kriegt dafür gestaffelt auch noch Punkte. Also für einen kriegt man 4, für zwei kriegt man 6, also ich weiß nicht ganz genau, wie es ist, aber vielleicht genau. Gestaffelt irgendwie, ne? Gestaffelt auf jeden Fall. Ja, fand ich wirklich gut. Es steht 2 bis 5 Spieler drauf. Ich fand es zu zweit nicht so gut. Zu viert und fünft auf jeden Fall super, weil die Aktionen sind einfach und es hat trotzdem, also auch für uns viel Spieler, sag ich mal, noch einen Anreiz gehabt, da möglichst viele Punkte rauszuholen. Genau. Ja, hat mir auch gefallen. Also ich wurde überrascht tatsächlich. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock auf das Spiel. Ich fand das grafisch grauenhaft, als ich das zuerst gesehen habe. Hab dann witzigerweise im Laufe der ersten Partie mich so an die Grafik gewöhnt, dass ich es mittlerweile recht schön finde sogar. Und genau, es ist so, ja, leicht gehobenes Familienspiel, würde ich sagen. Das kann man relativ locker runterspielen. So. Man kann aber tatsächlich auch sehr hart auf die Punktjagd gehen. Also man kann sich ja nichts wegnehmen, außer diese Wettrenngeschichten. Also es gibt verschiedene Städte auf der Landkarte und wer die zuerst erreicht, der bekommt einen Bonus oder diejenige bekommt einen Bonus. Aber das ist das Einzige, was man sich eigentlich wegnehmen kann. Eigentlich macht jeder so vor sich hin und versucht das irgendwie für sich zu optimieren. Man muss halt diese Auslage an Zielkarten lesen. Also die sind ja variabel. Es gibt ja für jede Jahreszeit unterschiedlich viele. Genau. Und es spielt halt immer eine mit. Und ich habe die Regel nicht gelesen. Das warst du, glaube ich, der uns das erklärt hat. Ich gehe davon aus, in der Regel steht halt ganz viel über den Monarchfalter. Also das hat ja einen Grund, dass man da diese Rundreise macht quasi. Das hat wahrscheinlich mit dem Lebenszyklus dieser Falter halt zu tun. Da habe ich mich jetzt gar nicht mit beschäftigt. Aber es ist wahrscheinlich ähnlich gut recherchiert wie mit den Vögeln. Ja, also es ist wirklich gut aufgearbeitet, da kannst du auch wirklich noch was für dein Biostudium mitnehmen. Was ich super gut fand, wenn jemand sagt,
wir möchten viel Interaktion und alles auf einem Spielbrett, weil ich habe keine eigene Auslage, wo ich meinen Bereich habe, wo ich irgendwas mache, sondern ich sehe immer auf dem Spielbrett, was machen die anderen Spieler. Das Wobei die Interaktion trotzdem, also die Interaktion ist gering. Die Interaktion ist nicht so groß, aber dieses, genau, ich habe halt alles im Blick, weil ja. alles auf dem gleichen Spielbrett stattfindet. Ja. Das fand ich gut. Ja, fand ich auch gut. 2 bis 5, glaube ich, ne? Ja, 2 bis 5. Zu zweit war es bei euch eher gefloppt, glaube ich. Ne? Ja, zu zweit war so, nee, lass mal zu 4 zu 5 probieren. Ja, ja, cool. Elizabeth Hargrave heißt die, glaube ich, ne? Genau. Die gute Frau, die scheint dran zu bleiben, seit ihrem Erfolg mit Flügelschlag und zweiter schöne Spiele zu bringen. Ich habe hier eins zu viel, ne? Das macht nichts. Ich erwähne noch eins ganz zum Ende. Ich fange mal an tatsächlich mit meinem großen Highlight. Also es ist eher klein. Wobei, Spoiler-Alarm, die Schachteln werden bei mir immer kleiner. Zombie Kids Evolution. Das kam, glaube ich, Essen letztes Jahr schon raus. Oder halt jetzt im Frühjahr in Nürnberg. Also ist nicht mehr ganz neu. Copyright ist 2019, aber das kann auch nur die französische Ausgabe. Ist ja wurscht. Genau. Zombie Kids Evolution. Habe ich, als ich das gesehen habe, gedacht, was soll denn der Quatsch? Und dann hat Sebastian, der hat das mal mit angeschleppt zur Produktschulung, weil man da so Achievements erfüllen kann und man kann Ziele erfüllen in dem Spiel. Und das ist unter anderem irgendwie ein Ziel, gewinnende Partie mit 4 Spielern. Und er hat das halt nur zu zweit irgendwie mit seiner Freundin gespielt und konnte dieses Achievement nicht erfüllen zu Hause. Und dann hat er gesagt, so, ich bringe das jetzt einfach mit ins freie Spiel, spiele das mit den anderen, gewinne das, um diesen Sticker in das Stickerheft zu bekommen. Weil nämlich, deswegen heißt das Evolution, weil das ein Legacy-Spiel ist. Steht, glaube ich, drauf, ab 7 Jahren. Ja, 2 bis 4 Spieler ab 7 Jahren, weil es tatsächlich ein kinderfreundliches Legacy-Spiel ist. Und ich habe das dann, nachdem ich es getestet habe mit Basti und den anderen, habe ich dann gedacht, boah, sobald das wieder lieferbar ist, kaufe ich eins und spiele es mit meinem Sohn und meiner Frau. Und wir haben es jetzt zu dritt, muss ich lügen, 30, 40 Partien mittlerweile gespielt. Und wir sind noch nicht durch, weil wir eben auch auf die Jagd nach diesen Achievements gehen. Und mechanisch ist es mega simpel. Jeder Spieler hat halt spielt einen dieser Schüler. Und wenn ich am Zug bin, dann schmeiße ich einen Farbwürfel. Und der Farbwürfel sagt, in welchem Raum in der Schule ein neuer Zombie ins Spiel kommt. Verloren haben wir in dem Moment, in dem ich einen Zombie ins Spiel bringen müsste, das aber nicht kann. Weil halt alle schon auf dem Brett sind. Es gibt ganz wenige nur. Es sind 8 Zombie-Plättchen, glaube ich, insgesamt im Spiel. Und durch diesen Mechanismus, wenn die aber aus sind und wir die nicht besiegt haben, kommt trotzdem so ein Zombie-Horden-Gefühl auf, obwohl es nur 8 Plättchen sind. Das ist tatsächlich schön umgesetzt. Genau, wenn ich dann geworfen habe, dann habe ich den Zombie in den Raum geschmissen und dann darf ich mich bewegen um bis zu 2 Felder. Dort, wo ich hingehe, kann ich 1 bis 2 Zombies erledigen. Sollten da 3 liegen, darf ich da gar nicht rein. Und unser Spielziel ist es immer, also ist der Spielplan hier abgebildet? Ja, genau, das ist ein quadratischer Spielplan. Das ist eine Schule mit 5 Räumen und die hat 4 Außenhöfe. Und unser Ziel ist es, an allen 4 Außenhöfen jeweils zu zweit ohne Zombie rumzustehen, einmal abzuklatschen, was schwierig ist in Corona. genau, und damit das Hoftor zu schließen, um zu verhindern, dass weitere Zombies irgendwie ins Spiel kommen. Genau, das ist mechanisch das Ding. Und dann ist gar nicht viel Story drin für ein Legacy-Spiel, aber halt viel Entwicklung. So, es fängt eben jetzt mit dem, was ich erklärt habe, an. Es ist mega simpel. Ich will euch nicht spoilern, deswegen erzähle ich nicht, was dann noch passiert. Aber Zombies entwickeln sich weiter, die Schüler entwickeln sich weiter und es kommt irgendwie immer mehr Zeug ins Spiel darüber, dass man möglichst viele Partien gespielt hat. Und auch wenn man die verloren hat, dann kommt so ein Aufkleber ins Heftchen und immer wenn man eine bestimmte Anzahl Aufkleber hat, dann wird halt ein neuer Umschlag geöffnet und da ist dann irgendwie neues Material drin. Und je erfolgreicher wir sind und je mehr Erfolge wir freischalten, desto schneller geht das mit dem Umschläge öffnen und neues Zeug ins Spiel bringen. Wenn wir schlechter sind, haben wir quasi mehr Versuche, bis wir uns mit mehr Zeug auseinandersetzen müssen. Ja, also hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, das funktioniert mega gut tatsächlich auch, wenn Kinder unter sich spielen. Also wenn irgendwie eine Gruppe von drei Kids im Alter von 6 bis 10 irgendwie sich das Ding nehmen und durchspielen, schaffen die das erstens mechanisch so, obwohl es komplexer wird hinten raus und haben einfach Freude dran. Meine Partie geht, wenn es schlecht läuft, 2 Minuten, wenn es gut läuft, 10 Minuten. Also länger ist das nicht. Und wenn man verliert, hat man dann trotzdem diesen Anreiz, oh komm, wir probieren es nochmal. So, und dann entdeckt man, da gibt es dieses Achievement, schaff auf dem Spielplan für 4 Spieler eine 2-Spieler-Partie, was halt bedeutend schwerer ist, weil es da weniger Laufwege gibt. Und so. Und das will man dann irgendwie schaffen. Fand ich stark. Zombie Kids Evolution hat mich richtig begeistert und ich
freue mich sehr drauf, dass angekündigt wurde, dass Zombie Teens Evolution dann demnächst kommt. Okay. Genau, cool. Also die Schüler werden älter und das Spiel geht weiter. Ist es dann auch als Legacy angelegt? Da die das auch wieder Evolution nennen, gehe ich mal von aus. Also diese ganze Legacy-Kiste ging ja los mit, wenn ich recht informiert bin, mit Risiko-Evolution. Genau, also das erste Legacy-Spiel hieß nicht Legacy, sondern hieß Evolution. Und also ich glaube, daher haben wir es da so genannt. Ja, fand ich auch richtig cool. Und genau, dadurch, dass halt eine Partie so kurz geht, heißt halt, komm, mach noch eine. Und genau, das mit den Stickern ist auf jeden Fall ein Anreiz, das immer weiter zu spielen. Doch, cooles Spiel. Ja. Und cool, genau. Also Zombies, ne, alles ganz schlimm, aber also kindertauglich umgesetzt. Man sieht ja in der Grafik, das ist süß gemacht so und da ist wird nichts von Splatter erzählt und Pipapo, sondern es sind halt die doofen Lehrer, die jetzt halt doch döfer sind, weil sie Zombies sind. Genau. Ja, starkes Ding, hat mir richtig gut gefallen. Cool. Schöne Auswahl. Was hast du noch? Ich habe noch Creamville 1989 mitgebracht. Da gibt es ja auch die ein oder andere Serie auf Netflix, die in diese Kerbe schlägt. Ja. Genau, hier ist es so, wir sind alle, jeder von uns hat so seine eigene Story. Irgendwie, ich krieg eine Karte, da ist ein Bild drauf, irgendwie ein runtergekommenes Wohnzimmer und überall ist ein bisschen Blut und was weiß ich was. Die kriege ich vor mich hin als meine erste Storykarte. Das kriegt jeder für sich. Und ich erzähle dann dazu, wie ich vorhabe, hier raus zu entkommen. Ne? Also kann ich zum Beispiel sagen, ja, ich möchte auf jeden Fall die Treppe runter zum Hausflur und dann steige ich in mein Auto und versuche diesem ganzen bedrückenden Situation zu entkommen. So erzählt jeder seine kleine Story in einem Satz oder in zwei, drei Sätzen. Und dann gibt es einen aktiven Spieler, der bestimmt dann, welche der ausliegenden Karten am besten zu welcher Geschichte der anderen Spieler passen würde und legt verdeckt das jeweilige Plättchen hin. Also zu mir würde man dann grün legen, weil ich immer grün habe. Genau. Und so definiert derjenige, der gerade aktiver Spieler ist, welches die zweite Karte, die zweite Story-Karte sein wird. Wenn er damit fertig ist, dürfen die anderen Spieler sich beraten und ebenfalls sagen, ah ja, die da, die passt gut zu Thomas, weil der hat gesagt, er möchte gern mit dem Fallschirm irgendwie wegfliegen, weiß ich nicht. Ja, irgendwie sowas. So, wenn dann für jede Karte dann also zwei Plättchen liegen, ein offenes und ein verdecktes, dann werden die Verdeckten umgedreht und es wird geguckt, ob es übereinstimmt. Wenn es übereinstimmt, dann darf man sich die zweite Story-Karte zu sich nehmen. Wenn nicht, muss man auf der Leiste ins Nichts eins weiterziehen. So. Man spielt es kooperativ. Das heißt, genau, wir wollen alle, dass wir alle vier Story-Karten am Ende vor uns liegen haben, bevor ein Spieler im Nichts verschwunden ist. Ja. Genau, fand ich cool umgesetzt, hat so ein bisschen dieses von Dixit Mysterium und wie sie alle heißen mit drin, mit diesen schönen Karten, wo man halt eine kleine Story draus findet. Und es ist, bringt schon ein bisschen dieses Feeling mit rein, aber ist jetzt nicht irgendwie grausam dargestellt oder so. Boah, ich finde schon. Ja, ja, also steht, aber nur wenn du die Serien kennst, glaube ich. Weiß nicht, also es steht 16 plus drauf und es steht nicht 16 plus drauf, weil das Spiel sonderlich komplex wäre. Ja, das stimmt schon. Also ihr habt ja gerade ein paar Bilder gesehen. Die sind teilweise, sind die schon... Ja, es ist schon mal eine blutige Hand oder so da. Hier ist aber ein total blutverschmiertes Messer, das da im Dunkeln unterwegs ist. Und, ah, hier, guck mal, für Kinder vielleicht doch nicht. Nee, genau, das ist echt nichts für Kinder. Nee, und das ist wie bei Marco in dem anderen Video, das wir vor ein paar Tagen hochgeladen haben mit dem Detective Club. Das ist auch wieder so ein eigentlich jetzt nicht mega innovativ, sondern da hat halt jemand gesagt, ach, mir hat Dixit gefallen. Guck ich mal, ob ich da noch irgendwie ein bisschen mehr Spiel drumherum bauen kann. Ja. So. Und das fand ich tatsächlich hier auch wieder. Das ist, ja, es ist so Dixit, aber dann ein bisschen mehr. Und hier ist das mehr tatsächlich, dass man mehr erzählen muss. Also bei Dixit ist es ja tatsächlich so, oder im Optimalfall sagst du nur ein Wort, damit auf keinen Fall jede deiner Karten genannt wird.
also jeder, der ausliegende Karten hat, wird. Oder alle auf deine Karte kommen. Also wurscht, ne? Genau, also da hält man sich eigentlich eher zurück. So, und hier musst du tatsächlich eine Geschichte erzählen. Und die musst du so offen halten, dass egal, was die Karten nachkommen, der Spielleiter, die Spielleiterin, die halt immer durchwechselt, was findet, was sie dir zuordnen kann. Und trotzdem so konkret, dass wir dann hinterher in der Diskussion auch drauf kommen. So, also das fand ich tatsächlich ja, interessant. Wie Detective Club, wie Mysterium, so. Ja, also genau, diese Karten hatte, ja. Ja, hat mir auch gut gefallen. Also ich bin überhaupt kein Freund von diesen Spielen, außer Mysterium, aber Mysterium hat ja gar nicht die Kommunikation, sondern eben nur die indirekte Kommunikation über die Bilder. Und das, also da würde ich sagen, das ist, glaube ich, mein Dixit. So, also wenn ich was erzählen soll zu den Bildkarten, dann immer eher Greenville als Dixit, muss ich ganz klar sagen. Ja, auch, dass du halt über deine 3-4 Karten, die du dann sammelst, halt so eine kleine Geschichte aufbaust. Ja, genau, also es bleibt zusammenhängend. Ja. So, genau, stimmt. Und zwar automatisch letztlich, ja. Ja, das ist cool gemacht. Das haben wir in dem anderen Video, wir hatten neulich mal so ein, wenn wir zu dritt gesessen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Kann ich dasselbe nur wieder sagen. Es hat mich einfach total positiv überrascht, das Spiel. Ich habe da. Erst war ich gespannt wegen des Covers und dann habe ich gedacht, oh Gott, Dixit. Und dann, genau, hat es mich wirklich positiv überrascht. War ein toller Titel von Cosmos. Ja, Greenville. Das kann man gar nicht sagen, welche ist kleiner. Ne? Vom Volumen her sind die beide sehr ähnlich. Mhm. Bleiben wir kooperativ. Nach Greenville kommt von mir Yokai. Haben wir auch ein detailliertes Erklärvideo, wenn ihr euch das mal näher angucken wollt. Das ist auch ein kooperatives Spiel. In dem Fall ist es ein kooperatives Memory-Spiel. Also wir haben diese 4 verschiedenen Yokai, also das sind so Sagengestalten aus der japanischen Mythologie. Es kommt hier wieder mein innerer Monk, den man falsch rum. Oh, die Spielanleitung dann aber auch wieder. Genau, also wir haben diese 4 Yokai, die sind jeweils 4-mal im Spiel, das sind also insgesamt 16 Karten. Und die werden in ein 4x4 Raster gelegt, verdeckt und dann spielen wir Memory. Ziel des Ganzen ist es, dass wir die Farben zueinander legen, also alle roten sollen neben allen roten liegen, die violetten sollen beieinander liegen. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir gewonnen. Wir haben dafür nur eine bestimmte Anzahl Züge Zeit. Die Anzahl der Züge ist definiert durch eine Anzahl an Hinweiskarten, die ins Spiel kommen oder auf die Karten gelegt werden. Also wenn ich am Zug bin, schaue ich mir 2 Karten an, lege die hin, darf eine beliebige Karte verschieben, ohne dabei die Auslage zu zerreißen und muss dann einen Hinweis drauflegen oder einen neuen Hinweis aufdecken. Die Hinweise sind halt entweder diese Karte ist rot oder diese Karte ist grün oder blau. Ja? Und das Fiese ist, sobald so ein Hinweis drauf liegt, dann darf diese Karte erstens nie wieder angeschaut werden und zweitens auch nie wieder bewegt werden. Das heißt, ich sollte den Hinweis, dass es grün oder blau, nur irgendwo hinlegen, wo ich weiß, ein anderer Spieler hat eine Nachbarkarte schon mal gesehen und weiß dann zum Beispiel, die ist grün und ich habe jetzt eine grüne daneben gelegt. Ja? Also so muss man versuchen, sich Hinweise zu geben. Man darf gar nicht verbal kommunizieren. Genau, und spielt dann ein kooperatives Memory. Die Anzahl der Züge variiert das ist abhängig von der Spielerzahl. Und wenn man das ein paar Mal geschafft hat, kann man sich das erweitern. Ich glaube, das ist das, was mir mit am besten gefallen hat, dass man letztlich 5 weitere Schwierigkeitsgrade mit drin hat. Da gibt es dann zum Beispiel so spezielle Karten, die kann man am Anfang ziehen, nur die Startspielerin schaut sich die an. Und die definiert dann, dass zum Beispiel die Roten müssen neben den Blauen zu liegen kommen. Das weiß aber nur die Startspielerin, das wird auch im Verlauf der Partie niemand anders erfahren. Und das macht es natürlich viel, viel schwerer. Ja, und dann bis dahin, dass bestimmte Formen nachher liegen müssen und so. Das ist immer weiter erschwerbar und bleibt dadurch spannend und hat dadurch einen hohen Wiederspielreiz, selbst wenn man dann irgendwann irgendwie den Kniff raus hat, wie man nonverbal doch so gut kommuniziert, dass man es hinkriegt. Fand ich richtig stark. Habe ich auf der Messe einmal kurz angespielt, wusste ich schon, cool, bestelle ich viele von, was mir gut gefallen hat. Und das ist eines der wenigen Spiele, die ich mir selber gekauft habe. Ich kaufe ja seit ewigen Zeiten keine Spiele mehr. Und Yokai ist aber bei uns zu Hause im Regal gelandet und kommt immer wieder auf den Tisch. Ja, fand ich auch stark. Ich fand es manchmal schwierig, dass du das Spielfeld nie auseinanderreißen darfst. Also du bist dann ja auch gehemmt, ne? Du darfst dann die mittlere Karte nicht rausnehmen. Ja genau, du hast zwei so Klumpen und da ist die eine grüne Karte, genau. Die wir alle wissen, die muss irgendwie weg, aber das dauert noch ewig, bis wir das... Genau, weil dann muss ich erst eine andere hinlegen, damit ich die dann wegnehmen kann und so. Ja, doch, war cool. Hat mir auch gefallen. Ja, also richtig, richtig knallhartes kooperatives Spiel, muss man jetzt sagen, obwohl eigentlich nur Memory. Ja, und reisetauglich von der Größe her. Definitiv. Absolut. Außer wenn ihr mit dem Flixbus fahrt. Also dann kriegt ihr das auch gut mit, aber im Bus könnt ihr es nicht spielen, weil ihr halt diese Auslage braucht.
Aber nee, auf dem kann man super mitnehmen und hat dann mit wenigen Regeln viel Spieltiefe. Starker Titel, Yo-Kai von Game Factory. Haben wir wieder nicht gesagt, ne? 2 bis 4 Spieler, ungefähr 20 Minuten. Ja, kommt auch hin. Genau. Das war mein vorletztes. Du hast noch ein ganz brandaktuelles. Ja. Spoiler, wir machen jetzt das hier kaputt. Das ist überhaupt gar nicht 2020. Das ist quasi die erste Nürnberg-Neuheit 2021, auch wenn Nürnberg in dem Sinne nicht stattfindet. Amigo-Spiele hat es gemacht. Was ist es, Lena? Es ist Artischocken. Richtig cooles Spiel. Wir bleiben dabei, 2 bis 4 Spiele. Etwa 15, 20 Minuten eine Partie. Maximal 20, ne? Ja, genau. Und der ein oder andere kennt bestimmt Dominion. Daran erinnert es jetzt vielleicht ein bisschen, wenn ich es kurz erkläre. Und zwar, jeder beginnt mit 10 Karten. Die sind komplett identisch. Das sind 10 Artischocken pro Spieler. Die mische ich oder mische sie auch nicht. Zieh 5 davon auf die Hand. Und in der Tischmitte liegt eine Auslage von die Gemüsekiste, die beinhaltet 5 Karten. Es gibt Zwiebeln, Kartoffeln, Lauch, alles Mögliche. Und jede dieser Karten hat eine unterschiedliche Fähigkeit, wie ich meine Artischocken loswerde oder wie ich auch mein Deck vergrößere. Ziel des Spiels ist es, eine Kartenhand von 5 Karten zu ziehen, in der keine einzige Artischocke vorkommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Mitte die Aubergine nehme, dann heißt es, ich darf die Aubergine kompostieren zusammen mit einer Artischocke auf meiner Hand. Also lege ich die beide auf den Ablagestapel, die anderen Karten lege ich erstmal weg und der nächste Spieler ist dran, ich ziehe auf 5 Karten nach. Genau, so macht man Deckbuilding. Ist einfach ein Deckbuilding, das ja nicht so lange dauert, knallhart sein kann und ich fand es einfach richtig stark. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Wir haben es gerade gespielt. Ja. Genau. Ich kannte das nämlich vorher gar nicht. Weil Thomas beibringen und er meinte auch, okay, das ist gut. Ja, genau. Also das ist tatsächlich. Also es geht halt so lang, wie Dominion gehen darf und Dominion geht halt länger. Sozusagen. Nee, also ich fand das wirklich stark, dass du mit ganz wenig Mitteln, oder also du hast ja nur 5 Karten in der Auslage und die variiert. Also es ist nicht wie bei Dominion, dass du eine fixe Auslage hast und quasi deine Strategie drauf aufbaust, sondern du musst da immer reagieren. Dass du damit richtig hart Deckbuilding betreibst. Ja. Du hast, also alle haben diese gleichen 10 Karten am Anfang und es gibt nur eine Auslage von 5 und ich weiß nicht, glaube ich, 8 bis 10 verschiedene Gemüse, weiß ich jetzt nicht. Und damit muss man so durchoptimieren. Und da merkt man irgendwie relativ bald, ja, der Brokkoli ist richtig cool. Also Brokkoli macht, ich darf, wenn ich 3 oder mehr Artischocken auf der Hand habe, darf ich eine kompostieren. So. Und die ist erstmal super stark natürlich zu Beginn, weil du hast immer viele Artischocken auf der Hand. Aber je mehr Brokkoli ich natürlich habe, desto unwahrscheinlicher wirst du, dass ich 3 oder mehr habe. So, und damit ist plötzlich diese Kompostierfunktion von dem Brokkoli, die wird im Verlauf der Partie irgendwie hinfällig. Und dann muss ich gucken, dass ich nicht zu viel Brokkoli nehme, dass ich dann irgendwann doch irgendwie auf Kartoffeln umschwenke, auf Karotten oder was auch immer. Also es ist richtig viel Deckbuilding. Und was schön ist, ist Interaktion drin. Also es gibt ja, die rote Beete, dass wir eine Karte austauschen, wenn es nicht 2 Artischocken sind. Die genau, dann man tauschen wir Karten so. Oder man zieht jeweils 2 vom Gegner. Oder diese. Ich decke eine Karte von deinem Ablagestapel um und darf entscheiden, ob ich sie auf die Hand nehme oder eben auf den Ablagestapel lege. Genau, oder dieses, ich decke 2 Gemüse auf, 1 kriegst du, 1 krieg ich und so. Aber da ist viele Dinge drin. Ja. Und was ich auch stark fand, das hat mich tatsächlich ausschließlich an Ruchlos von Boardgame Circus erinnert. Dass das nicht so ist, du kaufst eine Karte, schmeißt den Ablagestapel und irgendwann kannst du was damit anfangen, sondern in dem Moment, in dem du sie nimmst, löst sie schon mal ihre Funktion aus. Das war bei Ruchlos ja auch so, also da sind die Funktionen unterschiedlich und beim Kaufen und beim später Ausspielen, aber dass dieses, ich kann gleich schon was mit der Karte machen, das fühlt sich, finde ich, irgendwie toll an. Ja. Das hat mir bei Dominion gefehlt, weil da ist immer so, ja, ich gebe jetzt halt Geld aus und dann habe ich ein Dorf und irgendwann ziehe ich dieses Dorf. Und hier, ja, machst du gleich was damit. Fand ich cool und wir haben es das erste Mal zu viert gespielt, war super und ich muss sagen, zu zweit hat es auch richtig gut funktioniert. Also mega es hat gut. Keine Einbußen gehabt. Ja. Wirklich. Ja, ja, richtig starkes Gemüsespiel. Ach und sie mögen alle Gemüse, es steht extra drin und es kam kein Gemüse zu Schaden, auch keine Artischocke. Das ist gut. Ich glaube, das kommt, also das heißt im englischen Original Abandon All Artichokes und so und diese Alliteration ist halt der Gag wie in dem Titel so und ja. Das heißt halt nur noch Artischocken. Ja, ich habe eine dritte kleine Schachtel.
Die ist dafür in voll. Alle Magic-Spieler und Yu-Gi-Oh!-Spieler werden es lieben. Kann man das mit dem Licht? Ah ja, guck mal, das glitzert das ein bisschen, ja. Und auch die Karten sind in voll. Ja, also das ist, ihr kennt das vielleicht, wenn man Magic-Booster kauft. Manchmal ist da eine Glitzerkarte drin. Hier glitzern die alle. Ja, also das muss man schon sagen. Haben sich die Heidelbeeren und keine Kosten und Mühen gescheut, die alle glitzern zu lassen. Das ist ein Ding bei denen. Ne? Hat Coyote auch geglitzert? Ja. Spicy hat geglitzert, ne? Dann Coyote an Hensley. Okay, genau. Also das ist jetzt bei denen glitzern die Karten jetzt. Finde ich cool. Genau. Was ist Anansi? Anansi ist ein Stichspiel, bei dem es um Anansi geht. Das ist eine Figur aus der afrikanischen, steinigt mich nicht, ich sage es afrikanischen Mythologie. Und Afrika ist ein großer Kontinent mit vielen Staaten und vielen verschiedenen Kulturen. Aber ich bin da einfach nicht gebildet genug. Also es kommt irgendwie aus afrikanischen Mythologien. Anansi, der ist sowohl eine Spinne als auch ein Geschichtenerzähler. Der sammelt all die Geschichten der Menschen ein und gibt sie ihnen zurück. Und was es mechanisch ist, ist ein Stichspiel. Und ich mag Stichspiele durchaus gerne. Ich habe früher jede Menge Skat- und Doppelkopfrunden gehabt. Habe mich sehr in die Crew verliebt dieses Jahr. Und ja, es kommen ja jedes Jahr irgendwie zig neue Stichspiele. So. Und ich finde es immer toll, wenn ein neues Stichspiel kommt, das wirklich was neu macht. Und das hat Anansi für mich gemacht. Und zwar darüber, dass es gibt nur drei Farben in dem Spiel. Und zu Spielbeginn wird eine bestimmte Anzahl Karten schon aufgedeckt. Es sind, glaube ich, auch drei in so einer Reihe. Die Farben werden da quasi zufällig hinsortiert, dann kommen die Karten dahin. Und es ist immer die Farbe Trumpf, die am meisten Karten da in der offenen Auslage liegen hat, bei Gleichstand, die am weitesten links liegt. So, und der Clou des Ganzen ist jetzt, dass wir Stiche spielen, wie man das kennt, halt aus dem Doppelkopf. Ja, ich spiele eine Karte vor, Lena muss bedienen, Basti auch und pipapo. Und wer dann die höchste Karte in der angespielten Farbe hat oder halt den höchsten Trumpf, wenn er nicht, er oder sie nicht bedienen konnte, bekommt dann den Stich. Der Stich bringt mir aber erstmal gar nichts. Ich muss nämlich manchmal sagen, oh, ich spiele es in diesem Stich nicht mit. Das darf der Spieler, der vorgibt, nicht tun. Aber einer pro Stich darf das machen. Darf sagen, ich spiele nicht mit. Ich lege stattdessen eine Karte quer vor mich. Und auf den hohen Karten, da sind so Gesichter drauf. Und für jedes dieser Gesichter, die ich damit weggelegt habe, bekomme ich eine Zuhörerkarte. Die ist uninspiriert. Und für jeden Stich, den ich mache, darf ich eine dieser Zuhörerkarten auf die inspirierte Seite drehen. Und das sind erst meine Siegpunkte. Im Optimalfall sind meine Anzahl Stiche und meine Anzahl Zuhörer exakt identisch am Ende. Das erinnert vielleicht ein bisschen an Wizard, ohne dass man diese zufällige Vorgabe hat. Nur das sind dann eben die Siegpunkte. So, wer davon am meisten hat und es genau aufgeht, kriegt dann halt noch irgendwie Sondersiegpunkte und das spielen wir dann über mehrere Runden. Wer dann am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und die Karte, die ich beiseite gelegt habe, um an Zuhörer ranzukommen, die kommt dann in diese anfangs erwähnte Mittelauslage, die Trumpffarbe definiert. Und darüber ändert sich halt im Verlauf der Partie auch immer wieder die Trumpffarbe. Fand ich richtig stark, weil es eben ein Stichspiel ist, das genügend wirklich anders macht, um für mich sich wirklich neu anzufühlen und nicht einfach nur, ach ja, ist halt wieder so ein Stichspiel. Fand ich richtig toll und außerdem, hey, es glitzert. Genau, wie oft wertet man die Stiche vor? Dreimal, glaube ich. Ich glaube, genau. Drei oder vier Runden. Ja, seht ihr schon, ne? Das ist jetzt ganz lange her, dass wir es zuletzt gespielt haben. Das fand ich auch cool, weil wenn du es in der ersten Runde der Auswertung sozusagen nicht geschafft hast, die alle zu inspirieren oder sogar mehr Stiche hattest, mehr Gesichtskarten hattest als Stiche, dann hast du es trotzdem noch in der zweiten Runde dann ausgleichen können. Genau. Ja, fand ich auch ein starkes Spiel. Ich bin zwar nicht so der Stichspielfreund, aber dafür fand ich es wirklich gut. Ja, nee, also ich suche sowas tatsächlich immer wieder. Also es gab ja früher diese Stichmeister und Pipapo und dann letztes Jahr das guckt euch mal an, krass kariert von Amigo. Also das tut so, als wäre es kein Stichspiel, aber es ist ein Stichspiel und es ist auch ein super interessantes Stichspiel, weil es sehr eigene Regeln hat. Und das war für mich dieses Jahr eben Anansi, also neben die Crew. Ja. Muss man sagen, ganz klar, das hat zu Recht den Kennerspielpreis gewonnen. Die Crew ist einfach ein Kracher. Ich habe es bisher nur dreimal gespielt und alle drei Abende gingen über vier Stunden die Crew. Das sagt schon einiges aus. Genau, und das, also das geht für mich in dieselbe Richtung. Richtig, richtig tolles neues Stichspiel. Erstmal kompliziert, glaube ich, für jeden, der noch nie Stichspiele gespielt hat. Ja, aber man kommt rein, ja, also definitiv. Genau, eben, also wenn du schon mal Skat oder Doppelkopf oder die Crew oder Stichmeister oder Foppen oder ja, das hatte, lässt sich fortsetzen. Also hat tatsächlich dieses, dadurch, dass ich durch das Ausspielen der Karten auch noch die Trumpffarbe verändern kann, hat schon auch ein bisschen Taktik, die ich da noch mehr mit reinbringen kann, ja, als nur Stiche sammeln. Genau.
Genau, 3 bis 5 Spieler von den Heidelbären, die hatten eh einen starken Jahrgang, wie ich finde. Und ich hatte hier jetzt noch so noch eins liegen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und wir haben alle, also haben die anderen beiden ja auch gesagt in dem Video, das war ein starker Jahrgang irgendwie, ne? Ja, war viel Zeug. Was mir gut gefallen. Genau, ich glaube, wir machen weiter mit diesen Talk-Formaten, wenn euch das gefällt. Und es wirkte zumindest anfangs so. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt, schreibt das unten in die Kommentare rein. Wenn ihr Vorschläge für uns habt, macht das auch. Lasst uns ein Abo da, dann werdet ihr informiert, wenn neuer Content von uns kommt. Und ja, also eben, der Jahrgang war so toll. Ich glaube, wir reden irgendwie weiter über den Jahrgang. Ne? Ich glaube, da ist noch einiges. Vielleicht nochmal so ein Themending, ne? Irgendwie so die coolsten Worker-Placement-Dinger oder die besten Spiele, die sich auch als Trinkspiele eignen. Wurscht, da finden wir bestimmt noch Themen. Genau, bleibt dran, habt viel Spaß mit Spielen und bis bald. Tschüss. Ciao.